Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampire's Dawn. Ja, im letzten Part haben wir ein bisschen für die Kinder der Apokalypse gejobbt und in diesem Part machen wir uns ein bisschen weiter an die anderen Sidequests, die wir noch so offen haben. Und da wäre unter anderem nämlich in meinen Aufschrieben noch etwas zu sehen. Das habe ich auch in einem der letzten beiden Parts, vielleicht beiden, angesprochen. Das da, ich glaube, die haben wir in Astion, also hier bekommen diese Info. Auf jeden Fall soll es in einem Haus westlich von Uruya spuken. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig geschrieben habe und nicht spuckt geschrieben habe, versehentlich, aber ja gut, spuckt wäre mit CK, ne? Aber das wollen wir uns doch erstmal anschauen. Aber dazu müssten wir erstmal wissen, wo Uruya ist, aber ich kann mir das nicht merken. Ah, die obere, okay. Da oben links, okay. Schauen wir doch mal, dass wir uns da ein Haus, was ist westlich, östlich? Ich glaube westlich war es. Nicht, dass ich wieder diesen Fehler von letzten Mal begehe. Ja, jetzt schau ich mal, ob ich das Häuschen finde. Schau mal noch mal kurz in meine schlaue Liste. Und die sagt da westlich. Kann ich eigentlich neues Zeug kaufen? Scheinbar ja nicht. Nee, okay. Wenn das hier schon so verdächtig direkt da ist. Also westlich davon. Hier ist irgendwie ein Punkt, da kann ich nicht hin. Weiß der Geier warum? Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Und ich weiß auch nicht, wie weit westlich. Auf die Viecher kann ich draufhauen, da habe ich ja schon mal gelevelt, das habe ich euch schon mal gezeigt dann. Beziehungsweise gezeigt, dass ich das offscreen an dieser Stelle gemacht habe, damit ihr wisst, wo man im Zweifelsfall gut leveln kann, auch wenn es ziemlich nervig ist. Ja, von daher, und das ist ja schon eine Weile her und das sind ja sogar noch schwache Seelen, kann man einfach draufhauen. Ich glaube, das ist noch weiter westlich dann. Die Suche nach den genauen Punkten ist immer so das Nervige. Vor allem deswegen, weil man die ganze Zeit angegriffen wird, ne? Sag mal, seit wann können die Mistviecher so gut ausweichen? Vielleicht können auch nur meine Leute plötzlich einfach nur nicht mehr zielen. Das wäre natürlich die Alternative. Westlich von Uruya, ja, da bin ich doch. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. So. Ach kommt, ihr könnt mich mal. Was soll denn hier noch ein Haus sein? Ist hier ein Haus? Lebendes Gras und eine Killerkrabbe. Was? Aber man kriegt so gut kaputt. Bestimmt schwache Seelen. Ja, schwache. Auf jeden Fall ist hier ein Geist. Ein Geist. Oh, endlich. Ich bin meiner jetzigen. Ja, ihr habt auch alle denselben Text. Okay, was kriege ich diesmal? Wieder die Lebensgeneration oder Wolfsverwandlungsdauer gestiegen. Das ist schön. Ach, war das das Spuken? Wegen dem Geist. Das ist natürlich, ja, logisch. Aber wo ist hier das Haus?
Ist auf jeden Fall ein schöner Hinweis, also ja. Willst aber auch noch das Haus dazu sehen. Wo soll denn hier ein Haus sein? Ach komm, das ist doch nicht euer Ernst. Kann man keine 2 Schritte gehen, ohne einmal angegriffen zu werden? Das ist doch schrecklich. Deswegen sind die auch so grün. Also ein Haus ist hier nicht wirklich, aber eine Truhe noch mit einem Speicherstein. Okay. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, weil da stand eindeutig Haus. Vielleicht war das ein anderer Ort und das war einfach nur Zufall und das war gar nicht das mit dem Haus. Oder war es eine Höhle? Weil die Höhle hätten wir ja schon eingenommen. Nee, Haus westlich von Uru, ja. Zauberinnen. Aber scheinbar. Ja, doch, ich glaube, das war das Richtige. Ich lasse es mal noch stehen, aber mach mal an. Wahrscheinlich dann dran. So. Dann soll es irgendwo in den Bergen bei Istan einen Schrein der Luft geben. Und im Osten soll ein wunderschöner Platz sein. Dann schauen wir doch mal nach Istan. Ja, machen wir das. Wenn ich jetzt natürlich erstmal wieder wüsste, wo Istan ist. Istar steht hier, aber okay. Dann war's, habe ich mich wahrscheinlich verschrieben. Okay, Istar, also da bei Astion in der Nähe. Astion ist so ziemlich die einzige Stadt, die ich mir derzeit merken kann. So. Und was war das? Östlich war ein Platz, oder? Ja, im Osten. Schauen wir doch mal, ob wir den finden. Ach, das ist immerhin schon eine normale Seele, okay. Ich fliehe in Schande. So schändlich finde ich das gar nicht. Ah! Schrein der Erde. Ein Istar. Was ist dort Schuhe, okay? Ein gut versteckter Platz, also Schrein, besser gesagt. Okay, muss ich dann nochmal hier lang oder wie? Nee. Wow! Das Vieh sieht ziemlich monströs aus, aber ich glaube, das ist nicht wirklich stark. Okay, es war einmal stark. Okay. Ach, wisst ihr was, ihr mich auch. Und was soll hier jetzt sein? Schrein der Erde? Ich sehe keinen Schrein.
Das ist schon nervig. Schrein der Erde. Merkwürdig, dass hier ein Baumstumpf steht. Findest du? Vielleicht ist er irgendwie magisch oder so. Vielleicht. Ach, wenn ich einen Stein hätte, dann könnte ich den auf den Stumpf legen. Okay, verstehe. Weil da gibt es ja immer so diese magischen Steine. Haben wir ja schon gehört. Ich glaube, ich habe auch irgendwo welche davon. Einen gelben habe ich. Ich hoffe, ich habe den jetzt nicht weggeworfen oder so. Nee, habe ich nicht. Probieren wir den doch mal. Ob das Erde ist. Aber Erde würde ich dann eher vermuten, dass das dann braune sein werden. Eieiei. Das ist so schlimm, war es vorher nicht. Komm, greift mich an. Ihr greift mich doch sonst immer an. Danke. Dafür gibt's oft die Glocke. Wenn sie einmal nicht hören sollen, dann hören sie. Und das ist unglaublich. Ich finde es schade, dass bereits gefundene Orte nicht auf der Karte markiert werden. Bla bla bla. Nee. Passiert absolut nichts. Das könnte dann vielleicht irgendwie für einen Donnerschrein oder so sein. Okay, was haben wir noch in den Aufgaben? Bei Istar. Ja, Istar. Istar, nicht Istan. So, irgendwo in den Bergen soll es also den Luftschrein geben. Vielleicht ist das ja dann der gelbe Stein. Und ihr könnt mich mal, ihr Riesenameisen. Ich weiß jetzt halt nicht, welche Berge gemeint sind, ne? Und ich weiß nicht, ob ich da vielleicht auch nur als Fledermaus drauf komme. Apropos Fledermaus, ich könnte doch eigentlich mal testen, hier ein Wolf zu werden. Geht ja erst eh länger. Dann werde ich aber, glaube ich, selten angegriffen, wenn ich mich recht erinnere. Okay, ich bin einmal drumherum. Dann probiere ich mal diese Berge. Stirb, du Viech. Das sieht doch verdächtig aus. Ja, gut, ich hoffe mal, dass das der dann sein wird. Speichert da lieber mal. Ja, dann. Weißt, anstatt mir das zu sagen, hättest du mich auch einfach fragen können, jetzt zurückverwandeln? Ja, nein. Und dann entsprechend speichern können, aber nein. Einsamkeit ist eine Qual für die Ewigkeit. Nein, nur so lange, bis man nicht mehr einsam ist. Nehme ich mal die Nummer 3. Och, du Schande, das ist aber nicht so ein blödes Labyrinth oder so. Rattenmensch, ja, ich habe keinen Bock auf euch. Ich habe Bock, mich wieder zu verwandeln. So.
Also so wirklich viel scheint es nicht zu bringen. So viel zu, man wird weniger angegriffen, aber irgendwo wurde das mal gesagt. Teilweise stimmt's ja auch, und dann kommt wieder so Stellen, wo man wieder die ganze Zeit angegriffen wird. Ein gelber Stein, oh. Insofern hat sich das schon mal gelohnt. Wenn du unbedingt willst, dann stirb halt. So. Naja. Ich bin mal gespannt, was ich hier noch finden werde. Ein Geist. Das ist auf jeden Fall super. Zu dem gehe ich doch gleich mal hin. Hallo. Ja, ihr habt alle dieselben Sprüche. Sag mir einfach, was du mir gibst. Skelettbeschwörungen verstärkt. Ich fliehe natürlich wieder in vollster Schande. Fliehe ich hier vor mir selbst. Denn man selbst ist immer sein schlimmster Feind. Das ist ja allseits bekannt. Weil man kann vor sich selber nicht davonlaufen. Man kann sich selber quasi nicht besiegen, sozusagen. Ich probiere mal, ob das mit dem Fledermausmantel besser klappt. Mystischer Ring. Also bisher klappt es in der Fledermausverwandlung aber schon besser. Wenn auch nicht perfekt, aber besser. Was? Keine Verstecke? So wie wir es aus Vampires dann doch so gewöhnt sind. Da ist doch immer überall irgendwas versteckt. Das da unten sieht nach Verstecken aus. Licht? Ein Speicherstein, na super. Das hat sich jetzt sehr gelohnt. Also, überhaupt nicht. Vielleicht muss ich auch auf diese Berge irgendwie drauf fliegen. Das kann sein. Das werde ich dann jetzt als nächstes probieren. Irgendwo in den Bergen. Ich fände das auf jeden Fall eine sehr interessante Idee. Ich muss aufpassen, ich verwandle mich nämlich gleich zurück. Gerade noch bemerkt. Nämlich allerdings die anderen hier zuerst. Die Idee fände ich ist richtig geil, wenn das so wäre. Ich könnte es mir durchaus vorstellen, aber nach dieser Verwandlung werde ich auch schon wieder den Part beenden müssen. Also Berge gibt es hier ja echt viele, aber
Okay, ich werde diesen anderen Schrein mal irgendwann offscreen suchen und den Part hier an dieser Stelle beenden. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.